gleich weitergehen. Wir haben uns überlegt, wir bringen unsere Lieblingsheimat und Bundesland mal nach Wien in die Stadt, um da heute einen Kirtag mit euch zu feiern. Ja, der Christoph und ich, wir würden euch gerne ein bisschen was erzählen über die Kooperation mit Dachstein. Wir haben das hier ganz gleich aufgebaut, so wie wir die Schuhe entworfen haben. Natürlich nicht. vielleicht am Anfang, wie es zur Zusammenarbeit gekommen ist. Ich mache eigentlich auch Schuhe, immer wieder für die Fashion Weeks, aber hauptsächlich natürlich High Heels, was wir für die Prêt-à-porter-Kollektion brauchen. Und habe mir dann aber bei der Traditionskollektion immer gedacht, das gibt es ja nicht. Also irgendwie das richtige Schuhwerk zum Dirndl, das existiert einfach nicht. Und dann hat sich das eigentlich extrem schön ergeben, dass die Firma Dachstein mich kontaktiert hat. Und ja, und jetzt das Ergebnis finde ich, also ich bin persönlich extrem stolz auf das Ergebnis, weil es endlich wieder etwas gibt aus der guten alten Zeit, sage ich jetzt einmal, was aber mit der neuen Zeit alles, also alle Vorteile damit verbindet, nämlich dass der Schuh Gore-Tex gefüttert ist, dass der wasserdicht ist, dass der nicht 5 Kilo schwer ist, sondern halt ein ganz leichter Wanderschuh und ja, funktionell ist, man da keine Blasen bekommt und es ist ein echter Wanderschuh. Ich bin der Christoph, ich mache das Design bei uns bei Dachstein und habe zusammen mit der Lena unsere Kollektion gemacht. Darf ich gleich eine Frage stellen? Ja, sicher. Wenn der aus Stoff ist, warum ist der wasserdicht? Weil der Stoff Loden ist und aus Wolle ist und die Wolle ist von Natur aus wasserabweisend ist und du hast dann noch drinnen diese Gore-Tex-Membran, die wasserdicht von außen und atmungsaktiv von innen ist. Gerade weil wir von Handwerk gesprochen haben, das ist jetzt vielleicht nicht so eine perfekte Überleitung, aber ich habe eine Hauptkollektion, von der wir halt alle leben, 45 Angestellte. Der Hauptumsatz in unserem Unternehmen entsteht über Lena Hoschek. Das ist die sogenannte Prêt-à-porter-Linie. Und Lena Hoschek Tradition, mit dem wir heute diesen Kirtag veranstalten, ist eigentlich fast ein Hobby. Das muss ich wirklich sagen, weil vom Verkaufsanteil sind unsere echten Dirndl, die ganz traditionell sind und eben auch die Wallkernker oder eben die Wallikleider, machen nur einen sehr, sehr kleinen Teil aus von dem, was wir sonst produzieren. Und das hat auch vielleicht den Grund, dass sie relativ teuer sind auch, weil wir alles von Hand machen lassen. Das ist handgezogen, das ist handgezogen, das sind gleich die Brösel, das ist handgestickt. Und es gibt in keinem einzigen Dirndl von mir einen Reißverschluss, nämlich die sind auch natürlich, diese Hafteln kann man auch nur von Hand annehmen. So, jetzt können Sie sich vorstellen, wie lange das dauert. Also wenn Sie da der Nano und der Manu ein bisschen zuschauen und einmal da überlegen, wie viel Meter man macht sozusagen da pro Stunde, dann kann man sich schon ein bisschen überlegen, wie wertig eigentlich das alles gemacht wird. Das ist für mich auch als Steirerin, als Österreicherin eine Art Kulturauftrag für jeden Konsumenten, wurscht, ob der sich eins leisten kann oder nur ins Geschäft schaut, um sich einmal eins anzusehen, nach wie vor überhaupt, wie soll ich sagen, die Möglichkeit hat, ein handgezogenes Dirndl zu sehen, von innen, von außen anzuschauen, der überhaupt noch eine Ahnung hat, was ist überhaupt die österreichische Handarbeit. Weil kommerziell gesehen rentiert sich das natürlich nicht. Also die meisten Dirndlmacher machen das maschinell. Schon seit eigentlich den 70er Jahren ist das ganz normal, dass man maschinell gezogene Röcke oder nur in Falten gelegte Röcke, mittlerweile ist sogar der Kreisrockschnitt in, weil der macht halt dünn. Dann ist unten viel Stoff, aber oben macht es schlank. Und das sind eigentlich lauter solche, wie soll ich sagen, neuen Macharten, die ich gar nicht mehr mit wirklicher Tradition, Handarbeit und Pracht verbinden kann und möchte. Und ja, also dem stelle ich mich ganz bewusst entgegen, auch wenn das bedeutet, dass es wirklich ein aufwendiges Hobby für mich ist. Und ja, hoffe halt, dass es, also es trifft natürlich bei vielen Kunden schon auch auf enorme Wertschätzung, weil ein Dirndl von uns, von Lena Hoschek Tradition, ist halt nicht ein Dirndl, das man sich jede Saison neu kauft, sondern für einmal anschafft. Und dann kann ich auch nochmal zeigen, dass so wie es nämlich früher auch meine Oma mir beigebracht hat, sind die Dirndl alle so verarbeitet, dass man sie auch rauslassen kann. Also man kann sie enger machen, man kann sie weitermachen ohne weitere Probleme. Also man sieht nicht, dass das Futter mit dem Oberstoff sozusagen verstürzt ist, mit nur einem Zentimeter Nahtzugabe, sondern da hat man pro Seite 6 cm, also da kann schon ein bisschen was mitwachsen. Das ist etwas sozusagen ein Kleidungsstück fürs Leben, so gesehen. Das sind natürlich meine Bänderröcke. Mit dem Produkt habe ich mich ja selbstständig gemacht, die ich am Anfang alle selber genäht. Wie gesagt, eben schon ganz viele Bänder vom Textilmüller verwendet. Er hat auch den Grund gehabt, dass es damals auch nur Einzelstücke gab, weil ich gar nicht eine serielle Bestellung von Bändern in Auftrag geben konnte. Ich konnte nicht 100 Meter pro Band bestellen, so viel habe ich nicht gebraucht.
Und ich glaube, so an die 200 Röcke werde ich vielleicht selber genäht haben in den ersten 3 Jahren. So, dann haben wir hier die berühmten Froschgoscheln. Vorher hat man nämlich Falten und dann klappt man diese Falten so wie so Löwenmäulchen zusammen und dann näht man die eben oben fest. Bevor man das mit der Hand nähen kann, muss man natürlich auch noch die Stoffe miteinander verstürzen, die Litzen einarbeiten und so weiter. Das ist auch die Vorbereitung vor der Handarbeit auch sehr aufwendig. Dann haben wir hier eine ganz besonders aufwendige Rüsche, eine Muschelrüsche. Wie lange braucht man für so ein Stückerl? Halbe Stunde bestimmt, wenn man schnell ist. Ja. Wenn man schnell ist, aber sonst eine Stunde locker, oder? Ja, wahrscheinlich. Und solche Sachen machen wir auch für die Brautkleider oft. Und sowas ist im Moment in der nächsten Spring-Summer-Kollektion auf dem Kragen drauf. Ja, das ist total schön gemacht, gell? Das macht die Mann. Ja, super.